Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir wollen hier wieder hoch, also da lang, irgendwie. Hallo. So. Und brauchen noch Geld, jede Menge, weil wir sind pleite. Haben vielleicht noch 2.500 oder so hier in der Brieftasche. Und machen dafür auch ein paar Aufträge für Könige und so, damit wir ein bisschen mehr Geld verdienen und sind jetzt auch in so einem Dungeon gelandet. Da hinten leuchtet was. Wo genau sind wir jetzt gelandet? Hier ist größer geworden, ne? Ja. Dann haben wir hier einen Geldbeutel. Nice. Und ein Round Shield. Und wir müssen hier irgendwo so eine Medusa finden und töten für so eine Königin. Da habe ich es nur. Wo könnte diese Medusa sein? Na komm, hoch. Ah, nochmal Gold. Ja, Mann. Okay, interessant, wo wir jetzt hier gelandet sind. Da noch irgendwo Gold? Sieht nicht so aus. Das wollte ich jetzt nicht. Aber lass mal da lang. Denn alles, was wir bisher noch nicht erkundet haben, sind potenzielle Orte, wo Medusa sein kann. Und jede Wette ist es ein Lich. Endlich! Endlich ein Gegner! War halt zwar nur eine Spinne, aber immerhin ein Gegner. Ich habe mich schon gewundert, warum hier keine Gegner auftauchen. So, wo sind wir jetzt? Wir müssen irgendwie dahin. Das heißt, wieder hier rein und dann so nach oben. Oder wir gehen einmal noch mal außen rum und erkunden dort auch mal um die Wände herum und schauen, ob da irgendwie was noch ist. Hier erklärt sich mir nicht, warum hier Licht ist. Aber fand ich schön, dass da zumindest mal Licht war. Okay, das heißt, die muss hier sein. Das heißt, wir gehen hier nochmal rechts rein. In das Loch. Und schauen mal an, wo müssen wir jetzt hin? Genau, hier unten rum und da hoch. Und wenn die hier ist, würde ich sagen, vielleicht einmal kurz nochmal Safe Game machen, hier auf W2. Und dann gehen wir rein. Moment, warte.
müssen wir nochmal uns durchlesen. You are on a quest to slay the dread Medusa Verulon for Midros, Queen of Skaven. Verulon's lair is said to be south of Skaven and you must have killed the beast by Tirdas 15th of Frostfall. War es schon diese Spinne? War es diese Spinne, die wir vorhin gekillt haben? Das Biest? Also haben wir die Quest erledigt? Ja, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal nach Norden. Wenn es nur diese Spinne war, dann war es ein bisschen low. Aber egal, ich heule jetzt nicht wegen den 3000 Gold herum, die kriegen wir dafür. Woher sollten wir die Spinne gekillt haben? Es sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch irgendwie irgendwas. So, dass wir da... Den Raum... Waren wir in dem Raum schon? Ne, in dem Raum waren wir noch nicht. Waren wir noch gar nicht. Das heißt, wir gehen hier jetzt einmal hoch. So, hier rum. Und dann da. War das schon dort, wo ich... Ja, genau, da wollten wir rein. Wir haben eine Spinne erledigt und ich kann nur hoffen, dass es die Spinne jetzt war, die wir erledigt haben sollten. Hier sind wir falsch. Falsch. Ah, nice. Jetzt wieder Gold. Aber keine Gegner. Elfenhelm. Nice. Können wir verkaufen. Zählt das als erledigt? Das weiß ich nicht. You are on a quest to slay the Dread Medusa Verulon for Miyurt. Venus Game. Hier steht, and you must have killed the beast by Tirdas. Das heißt, wir haben es noch nicht gekillt. Irgendwo muss das Viech noch sein. Oder wir machen das so. Wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen. Machen wir eben nochmal ein Safe Game, bevor wir hier rausgehen. Hier nochmal ein Safe Game. Auf die. Nein, nicht auf die 2. Was haben wir jetzt? Scheiße. Eigentlich wollte ich auf die 3, aber jetzt. Jetzt haben wir hier auf die 2 gemacht. Egal, lassen wir auf der 2. Dann gehen wir nochmal nach Skaven. Und notfalls laden wir das nochmal runter. Nochmal runterladen. Oh, ihr merkt schon, mir fehlt Schlaf. Hier irgendwo, genau. Notfalls laden wir dann nochmal neu. Von Speicherstand 2.
suchen nochmal irgendwie weiter nach dem Monster. Wir haben auf jeden Fall eine Spinne gekillt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das war. Welcome to the city state of Kent. I would beseech you to capture someone for me. I cannot say that I will be easy, but I can. Was? There is a criminal in Villain at Night by the name of Out Kutter, who is free in his home. The Chaos Catacombs, despite his many crimes against me and my rule. I need him before me by to the sense of some task, or he may escape my justice. He has a number of powerful allies, but my consellers tell me the Underking, in particular, will try to defend him. On your successful and punctual return with the first Knight of Chain, you will be paid 750 gold. Can I rely on you? No, natürlich. You are doing a great deed for Scale, man. The exact location of the London has been inscribed on your map of Tavia, so you may travel efficiently. Fair luck be yours, man. Aber wir haben doch Dinges. You call yourself Max Zeus, is that right? Well, all I can say is that we have had trouble with another young lord like yourself a few days ago. That would be a good idea to stay out of trouble. Are you dismissed? Haben wir die Quest jetzt abgegeben, die eine? Bei derselben Queen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das bringt uns 3000 ein, das sind nur 750. Ich würde sagen, wir laden das nochmal neu, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, wir haben die. Ich habe jetzt nochmal neu geladen. Wir sind jetzt wieder hier bei der Quest, wo wir die Spinne oder was auch immer killen müssen. Und ich suche die jetzt, weil diese Quest bringt uns 3000 Gold, die andere ja nur 750. Da will ich schon lieber die 3000 haben. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh, und dann falle ich jetzt noch da. Stellt sich mir nur die Frage, wo ist denn das Biest? Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ich google mal. So, da bin ich wieder. Google konnte mir, was dieses Dungeon angeht, oder allgemein solche Dungeons, nicht weiterhelfen, die nichts mit der Hauptquest zu tun haben. Das heißt, ich bin auf mich allein gestellt, hier das Monster zu finden, das ich zu töten habe. Und ja, dann heißt es, hier einfach weiter rumspazieren, bis wir das echte Viech hier finden. Ich habe schon Bock, das zu finden. Was ich jetzt schade finde, dass es kein Lich ist. Aber eine Spinne haben wir ja gehabt. Wir haben eine Spinne getötet gehabt hier. Frage ist nur. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist halt, wo muss ich jetzt hin, um hier irgendwie weiterzukommen? Oder was muss ich töten? Gibt's ja sonst nichts. Gibt's nicht mal irgendwelche Gegner oder so. Also abgesehen von dieser einen Spinne. Hört ihr das? Habt ihr das gehört?
Hier war irgendwo was. Nein. Wo haben wir es? Auf Healing? Healing? Komm. Komm, wo haben wir das Viech? Digga, Digga, nein! Okay, wir laden das nochmal hier neu. Wir haben aber was gefunden, was auf uns eingedrescht hatte. Nur halt nicht gesehen. Und das war irgendwo hier. Was uns erstmal paralysiert hatte und zweitens auch noch andauernd gekillt. Wir waren hier, als es uns attackiert hatte. Frage ist nur, was war es, das attackiert hatte? Und ob es da noch mal spawnt, wenn wir da noch mal hingehen. Oh, was ist das denn? So, noch mal heilen und noch mal heilen und noch mal heilen. Das muss das Viech sein. Boah, ganz schnell. War es das? War das das Viech jetzt? The Medusa has nothing usable. Ah, Medusa ist ein Gegnertyp hier. Sollte keine Spinne sein, sondern eine richtige Meduse. Krass. Okay, dann können wir jetzt eigentlich zurück. Wir haben die Meduse gekillt. Nein, nicht runter. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder von einer Meduse attackiert werde. Wir haben eine Meduse jetzt gekillt. Würde ich hier nochmal ein Safe Game machen? Auf die 2 nochmal. Und dann gehen wir nach Skaven zurück. Da. Oh, wieder nachts. Toll. Wo hatten wir hier jetzt eine Taverne in der Nähe gehabt? Ich hoffe, das sind Tavernen. Nee, Waffenladen. Warte mal, sind wir überhaupt in Skaven? Wir sind in Skaven. Wieder Waffenladen, aber keine Taverne. Wo sind die scheiß Tavernen denn? Und dass man nachts hier nie sehen kann, bitte seine Taverne. Ich hoffe, das ist eine. Digga. Wir sterben.
So, deine Sachen nehme ich alle mit. Vielleicht noch mal kurz ein Heiltränkchen. Was sagt denn überhaupt die Uhr? 12.42 Uhr in der Nacht. Alles mit. 5 Gold, immerhin. Ah, können wir nicht mehr mitnehmen? Können wir auch nicht mehr mitnehmen? Können wir auch nicht mehr mit. Okay. Inventar ist voll. Heißt, einiges Kram wird zu verkaufen. Das ist immer ein gutes. Jetzt brauchen wir eine Taverne. Boah, diese Fliese ist gerade. Seht ihr, dass es nicht gerade flüssig läuft hier? So, zwei Orks. Mit dem da hinten. Hört auch nichts. Und hier ist eine Sackgasse. Ja, wo haben wir eine Taverne hier? Die waren doch schon mal in Skaven und hatten hier doch alles erkundet, oder nicht? Warum ist das hier so? Lass mal dahin, nach Westen. Das sieht sehr interessant aus. Diesem Geheimnis will ich auf die Dings, auf die Spuren gehen, ergründen, woran das liegt. Und vorher noch ein bisschen schwimmen gehen wollte ich auch. Wir sind nach Norden gegangen, wie ich Idiot. Warum sind hier immer so viele Monster? Mein 56 Gold, Dankeschön. Lass ihn nach einer Taverne aus. Bitte seine Taverne, bitte seine Taverne. Taverne. Endlich. Immer geil. Genau. Einen. Ja. Und dann pennen wir hier für, sagen wir, 7 Stunden. Ja. Welchen Tag haben wir jetzt? Erster Frostfall. Nice. Fest mussten wir ja spätestens am 15. abgeben, also ist das gut. Jetzt so weit nach Nordosten wie es geht und eben die Dinge hier geben. Oder warte, wir können auch eben kurz einen Laden aufsuchen. Also Stadtverkauf. Hier. Hier haben wir einen New Sunrise. Diese geilen Leather Grapes. Und diese Leather Boots. Und den Lederkuder. Auch dreimal haben.
sicher gehen, dass ich nicht aus Versehen wieder falsch mache. Elfenbein. 600 Gold. Geil. Irgendwie einen Weg nach Nordosten wiederfinden. Ja. Und dann geben wir das eben ab. Und wer weiß, vielleicht hat die jetzt noch einmal diese Quest, nur halt mit ein bisschen mehr Geld. Selbe Quest, das wäre auch nice. Is Verulam the Medusa dead at last? No other city state in the province was able to destroy this monster. But thanks to you, Skaven will be called the city state that slew Verulam. You have certainly earned you 3000 gold. Good night. Take it and go in peace. Nice. Hatte vielleicht noch eine Quest? I hope you are looking for work because I need to find someone who can do the job right. I am a generous queen and you will be more than fairly paid if you would slay. Something for me. Will you help me? Klar, natürlich. My birthday is coming on Loredas 26th of Frostfall. Hatte die nicht vor kurzem einen Abendtag Geburtstag? And as if in mockery in Verula, the fire demon has come to my lands to feed. It has slain all the hunters I have sent after it. But word has come that its lair is to the southeast of my city state. You must go there and kill it for me. If Inverula is alive to devour my people, come Loredas 26th of Frostmourne, the cost of inhuman life and loss of holiday review will be. Astronomical, I offer you 3000 pieces of gold for the death of the fire demon. Agreed? La. Fire demon, aber. Excellent, I've inscribed the location of the place on your map of Tanrim. Use that guide to guide you. Good luck to you, Max. Your mission be a success. Ja, dann würde ich sagen, da machen wir uns als nächstes auf den Weg. Schauen wir mal, wo das ist, das Vieh. Feuerdämon, das muss hier sein wahrscheinlich. In Verulors Lair. Das heißt einmal hier rüber und dann wieder zurück. Aber dies machen wir nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!